Hallo meine Lieben, hier ist Alexandra von Pinselschere und Co. aus Hamburg. Ja, so schnell geht die Zeit vorbei. Heute ist unser letzter Tag, 12 Tage Halloween, Teil 12. Und heute habe ich nochmal ein kleines Special-Projekt mitgebracht, nämlich für die Halloween-Party. Ihr seht jetzt relativ wenig. Ich versuche das mal hochzuhalten, ansonsten blende ich mal ein Foto von vorne ein. Das fällt mir nämlich sonst auseinander. Das sind so kleine Popcornbecher mit einem Fähnchen dran. Man könnte natürlich auch Muffins backen und diese Fähnchen reinstecken. Und das ist das Projekt, was ich heute nochmal zum Abschied für euch zeige. Und ich bin ein bisschen fremdgegangen für die Manschette, aber das zeige ich euch auch gleich. Aber es geht hauptsächlich um dieses Fähnchen. Und ich habe mir den Elefanten ausgesucht, weil ich mich mit dem am besten identifizieren kann, weil ich den einfach zu niedlich finde. Ich stelle das jetzt mal beiseite. Die Big Shot brauchen wir nicht. Aber ich brauche ein bisschen Platz, wie das halt so ist beim Basteln. Na, den stelle ich mal außerhalb hin. Für die Manschette bin ich, wie gesagt, fremdgegangen. Und zwar habe ich da so ein nettes Tool. Ich bin ja auch Opfer, das gebe ich ja zu. Das ist von Via Memory Keepers. Das ist der gleiche Hersteller wie unser Tütenstanzbord oder das Stanz- und Falzbrett für Umschläge. Und das ist so ein Cupcake Maker. Wenn ich eine Bezugsquelle finde, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das geholt habe, das liegt schon ewig bei mir in der Schublade, dann verlinke ich euch die. Setze ich euch in die Infobox und ich habe mir hier quasi für den großen Cupcake, ich habe ein bisschen hin und her probiert, was da nun am besten passt für meine, die sollte ich vielleicht erstmal zeigen, das sind so Partybecher, Dessert-Cups. Wunderbar, wenn ihr für eine Party Desserts vorbereitet, aber da passen auch diese Manschetten super rum. Für so ein bisschen Popcorn oder wie gesagt, ihr backt einfach Muffins. Und Gott, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, muss das A-Teil auf die, ich muss nochmal gucken. So oft arbeite ich damit auch nicht. Auf die 9. Die 9 ist hier. Irgendwo ist hier auch das Loch für die 9. Oder auch nicht. So. 9. So. 9 ist drin. Ach, die kann eigentlich... Die C muss auf die 6. Das passt nämlich erstmal noch nicht. Das muss ich in zwei Schritten machen. Und dann habe ich hier ein Stück Designerpapier, wie verhext. Und das habe ich auf 7x7 Inch geschnitten. Und jetzt mache ich mir einfach die Rolle. Man hat ziemlich viel Verschnitt dabei. Dafür passt es dann aber auch, ne? Jetzt wechsle ich dieses Teilchen. Und das sollte auf die 6. Da muss man erstmal ein bisschen gucken, wie es am besten passt. So. Es findet sich alles. Und dann habe ich nämlich hier die Manschette. Und das ist ein nettes Spielzeug, wenn man mal Partys ausrichtet. Das hat Stampin' Up, wie gesagt, nicht im Sortiment, aber wir können auch nicht alles haben. Und was ihr dann so seht, habe ich da noch eine Bordüre mit angebracht und die mache ich diesmal im grünen Apfel. Dazu habe ich mir hier einen Streifen, einmal DIN A4 Länge ausgestanzt, 2 cm hoch und nehme mir die Deko-Bordüre als Stanze und stanze mir einmal die Bordüre aus. Ihr wisst, einfach weiterschieben, bis hier in dem ausgestanzten Muster es wieder silbern wird. Dann setzt sich das nämlich nahtlos fort. Gott, wir haben schon wieder 30 Grad hier in Hamburg. Wohl noch ist es nicht so warm, aber hier unten ist es schon wieder so warm. Und ich bastel hier Halloween. Ja, besser als Weihnachten. So, das müsste jetzt eigentlich auch schon reichen. Ups, da fehlt ein Stück, aber das müsste auch. Das setze ich mal nochmal. Ups. Ja. So, das müsste reichen. Und um die Rundung hinzubekommen, schneide ich mir jetzt einfach immer hier da, wo die größte Wölbung ist, schneide ich mir das einmal ein, damit wir es nämlich gleich als Bordüre rundlegen können. Sonst würde euch das ganz unangenehme Falten werfen. So, das müsste reichen. Meinen Becher habe ich hier. Ihr seht, die Manschette passt da gut rum.
Das kann man sich so ein bisschen noch zurechtfummeln, dass es wirklich gut passt. Aber ihr seht, das passt gut. Und jetzt klebe ich mir einmal Abreißklebeband hier oben gegen. Das wird sich jetzt ein bisschen in Falten legen, aber das ist wirklich nicht schlimm. Das lege ich mir einfach so ein bisschen an der Kante entlang. Abziehen. So, und jetzt können wir uns, ich fange mal hier drüben an, die Bordüre dagegen setzen. Einfach immer schön der Rundung entlang. Ups. Da war es ein bisschen zu schnell, aber ihr macht das ja dann zu Hause, wenn euch nicht so viele Leute zugucken. Und dann habt ihr so die Bordüre darum gelegt. Dann fixiere ich mir hier einfach eine Seite gleich nochmal. So, einmal rumlegen, gucken, dass es hier drüben gut rüberkommt. Das überlappt hier sogar diesmal ganz gut. Ansonsten könnt ihr da auch noch ein bisschen abschneiden. Und fertig ist die Manschette für den Becher. So, fertig. Tschüss für heute. Nein, wir haben ja eigentlich noch gar nicht angefangen zu basteln. Denn das, was wir eigentlich ja machen wollen, ist das Fähnchen. Dafür habe ich ein Stück Farbkarton in grüner Apfel. Den habe ich mir geschnitten auf 2 Inch 5 cm mal 10,5 cm. Dann passt der nämlich genau in unsere Tech-Topper-Stanze mit dem gewählten Anhänger. Und da gehen wir einmal von links und einmal von rechts, also von beiden Seiten rein. Haben dann schon die Basis. Ich suche gerade mal mein Falzbein. Wer hat es geklaut? Und ziehe mir das einfach mal so ein bisschen, dass sich das auch wie so ein Fähnchen gleich legt. Dafür habe ich einen Schaschlikspieß. Ich habe gerade mal keinen mehr gefunden. Hier war ich nicht im Kuchen drin, sondern da war ich in irgendeiner Farbe drin. Ich glaube in der neuen Glanzfarbe, um mal einer Kundin was zu zeigen. Zum Zeigen habe ich aber auch hier nochmal so ein Stäbchen vom Möwenrestaurant. Was ihr da nehmt, ist völlig Hupe, also irgendwas, was ihr da durchfädeln könnt. Schaschlikspieße funktionieren super. Dann habe ich ein Stück Amethyst. Und für die Basis hier stanze ich mir den Eimer mit der Sonne aus. Ihr merkt, dass die Sonne ist bei mir wirklich Standard. Die benutze ich echt viel. Dann haben wir schon mal die Basis. Und jetzt nehmen wir uns mal aus dem Stempelset Trick or Treat den Elefanten und die kleine Kürbislaterne. So, ich möchte das mit Alkoholmarkern kolorieren, also stempel ich mir das mit der wasserlöslichen Memento-Stempelfarbe. Den Elefanten und den kleinen Kürbis. Und das koloriere ich mir jetzt mit den Alkoholmarkern. Also was ich auf alle Fälle brauchen werde, ist Schiefergrau. Dann werde ich entweder für die Maske oder für die Flügelchen grüner Apfel nehmen. Dann hätten wir noch Heideblüte. Man könnte dann auch gehen auf Himbeerrot. Den Blendestift nehme ich noch und für den Kürbis natürlich Kürbisgelb. So, und wenn ich noch was anderes verwende, sage ich euch das nachher, weil jetzt lasse ich die Musik laufen und werde das gute Teilchen erstmal kolorieren.
glaube, ich habe es fertig. Ich habe jetzt für die Wangen und die Zehennägel noch ein bisschen, ich glaube, Fleur de Flamingo ist das Flamingo-Rot. Ja, und nochmal einmal kurz Schwarz mit dazu genommen. Aber ich denke, so kann ich das lassen. Hab gar nicht alle Farben gebraucht, aber beim Kolorieren weiß man das vorher nie so genau. Was ich jetzt machen muss, das ist leider so bei diesem Stempelset, ich muss das einmal ausschneiden. Sowohl die kleine Laterne als auch den Elefanten. Ausgeschnitten. Und jetzt können wir schon dran gehen und das zusammensetzen. Ich habe hier im Hintergrund noch ein bisschen von diesem schwarzen Organdiband, von diesem schwarzen glitzernden Organdiband. Ich liebe das total. Das habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt. Ich glaube, es war in fast jedem Projekt mit drin. Das setze ich mir so einfach als eine Charity-Schleife hierher. Mein Tacker. Ich habe ihn zwischenzeitlich unter den Tisch geräumt. Das tacker ich mir einmal hier fest. Das ist die schnellste, einfachste Art. So. Die Sonne kommt mit Dimensionals da drauf. Dann haben wir unseren kleinen, süßen Elefant. Ich liebe den. Ich finde den toll. Also übrigens bei Alkoholmarkern ist das normal, dass das hinten durchblutet. Das habt ihr bei jedem Papier. So. Und dann habe ich ja hier noch einen Spruch, spuktakulär, joa, spuktakulär. Der ist hier so zusammengesetzt drin, aber ich habe ihn, das seht ihr hier, auseinandergeschnitten. Das funktioniert nur nicht, wenn ihr ihn im Ganzen stempelt, weil die beiden Zeilen ineinander greifen. Mein Trick dabei... Ich habe hier einen Streifen Kürbisgelb und ich habe den Stemperatus, der ein oder andere hat ihn von euch wahrscheinlich noch. Wenn nicht, setze ich euch eine Bezugsquelle in die Infobox. Und da habe ich mir schon einmal den Schriftzug, man sollte den dann nicht mehr vom Blog nehmen, logischerweise draufgesetzt. Und jetzt nehme ich, ich habe jetzt hier Brombeermousse, ihr könnt aber auch den einzelnen, den schwarzen nehmen, den habe ich jetzt nur nicht gefunden. Und da male ich mir einmal nur dieses Spuktakulär an. Nehme mir den Streifen, setze das drauf, wo es hin soll. Ich habe meinen Stempelsetzer. Und kann das draufsetzen. Und genauso mache ich das. Ich muss jetzt den Stempel zwischendurch reinigen mit dem Joa. Und dann sieht das so aus. Ein bisschen was habe ich dann doch vorbereitet. Pah. So, das schneide ich mir aus. Im Ganzen wäre mir das nämlich ein bisschen zu fetter als Spruch gewesen. Zumal ich ja so ein bisschen in Lagen auch wieder arrangiert habe. So, komm her, mein Schätzelein. Da kommt einmal das so ein bisschen dahinter. Und mit Mini-Dimensionals oder nur mit einem. Und hier kommt ein Klecks Flüssigkleber drauf, setze ich das einfach nochmal so ein bisschen da drüber. Kann auch ruhig ein bisschen schräg sein. Und dann fehlt noch die kleine Laterne. Und die setze ich mit einem Mini-Dimensional so auf, als würde sie vom Rüssel runterhängen, weil die Beine sind ja in Bearbeitung. So, da sollen ja die Süßigkeiten rein. Fertig. Jetzt, wie gesagt, nur einfach noch den Schaschlikspieß da durchziehen. Das könnt ihr euch, den könnt ihr euch auch ein bisschen einkürzen. Ich habe da meine Gärtnerschere. Gärtnertochter, ne, logischerweise.
So. Und dann könnt ihr es in Muffin oder aber in so einen Popcornbecher stecken. Und fertig ist die Schose. Ich kann es euch jetzt schlecht hinlegen, deswegen lege ich euch mal hier dieses Teilchen fürs Abschlussbild hin. Das war mein letztes Projekt. 12 Tage Halloween sind schon wieder vorbei. Ich hatte jede Menge Spaß. Die Projekte, ich fand, also ich persönlich mochte sie. Eigenlob stinkt, yay. Aber ich mochte sie und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Wenn ich die Videos drehe, kenne ich natürlich eure Reaktionen noch nicht. Deswegen, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und habt auch viel Spaß beim Nachbasteln. Ich weiß, Halloween ist in unseren Breiten nicht ganz so beliebt, aber für die ein oder andere Kinderparty vielleicht, für den Kindergarten, für die Schule, ein bisschen was läuft da vielleicht, ist aber ein oder zwei Projekte vielleicht mit dabei. Ansonsten könnt ihr sie alle abwandeln für Taufen, für Geburtstage, für sämtliche anderen Partys und vielleicht waren ein paar Anregungen dabei. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Jahr wieder mit dabei seid und vielleicht, wenn ihr in Stimmung seid, fangt ihr einfach nochmal an, die Serie noch einmal durchzuschauen oder in die letzten Jahre. Bleibt mir nur noch zu sagen, Happy Halloween, habt einen schönen Herbst, bleibt gesund, bleibt kreativ und ich sage, tschüss aus Hamburg. Tschüss!